Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Pokémon Saphir Nuzlocke Randomizer Part mit mir. So, im letzten Part haben wir ein paar neue Pokémons gefangen und so sieht jetzt unser Team aus. Alle sind auf Level 14. Gehen wir kurz über das Team drüber. Taubsi hat nichts erlernt, es hat dafür, kann man sagen, die Hackattack trägt, beziehungsweise jetzt die Hackattack. Das steigert Flugattacken, sehr gut. Zum nächsten Pokémon, Stolunia trägt das Glücksel, da es mehr Erfahrungspunkte sieht, wie man hier zum Beispiel sieht. Taubsi hat bis jetzt 1600 Erfahrungspunkte gefressen und Stolunia 3900 circa. Fast mehr als das Doppelte. Attacken, Kopfnuss, Tackle, Metallklaue, Lebensschelle. So, als nächstes Pfiffchen mit der Siedelbeere. Das war das einzige Item, was ich so Pfiffchen noch geben konnte, was nützlich für Pfiffchen war. Es hat bis dazu noch erlernt, sehr nützlich. Dann noch Kabuto hat Absorber erlernt und ja, aber Absorber kann es nicht wirklich so benutzen. Obwohl es einen normalen Spezialangriff für Level 14 hat. Und es trägt Seegesang, da Kabutops guten Schaden machen wird und dadurch, ja, KP regenerieren wird. Dann noch Anton trägt das Fokusband, es hat keine Angriffsattacke, erlernt leider, müssen halt Kratzer benutzen mit Anton. Und warum es das Fokusband trägt, wie gesagt, ich habe kein gutes Item für Anton, ja, gefunden. Ich hätte ihm höchstens die Siedelbeere geben können, aber ja, ich denke, Fokusband ist besser in diesem Fall. Und Blendpuder, Därmchen, es hat Schlammbad erlernt. Damit hat es eine gute Giftattacke, was auch noch Step ist. Ja, das war das Team. Wir sind im letzten Part in Blütenburg City. Und haben versucht, Gekaber zu fangen und wir haben es gekrittet. Ich habe vorher gesagt, wenn wir jetzt treffen und dann kritten, dann ist Gekaber kaputt für uns. Und unser Traum zerstört von einem Gewalter. Und das hat sich auch ergeben, dass wir keinen Gewalter bekommen. Beziehungsweise Gekaber. Und wie ihr vorher gesehen habt, habe ich alle auf Level 14 trainiert. Ich glaube, der Arena-Leiter ist auf Level 18 und da sind noch 4 Level Unterschied, also viel. Und wir haben noch die Höhle zu machen außerdem und noch ein paar Trainer. So, wir werden als erster die Arena machen, denn dann können wir Blitz benutzen und dann sehen wir die Höhle besser. So kann man es ausdrücken. Vielleicht ist Level 14 vielleicht ein wenig zu anderen Level da, aber das sehen wir gleich. Rettern ist auch auf Level 14. Also geht das wahrscheinlich in Ordnung. Ja, ich denke, Level 14 reicht. Ich will jetzt auch nicht so wirklich auf dem Teamniveau vom Arena-Leiter sein, denn ich will schon, dass das Spiel ein wenig schwer ist. Und wenn es zum Beispiel der Arena-Leiter ein Barschmatt oder sowas ähnliches, ja, dann ist es jetzt auch nicht so herausfordernd bzw. lustig. Und darum habe ich mir gedacht, dass wir underleveled sind. Und ich denke, das wird auch den Schwierigkeitsgrad auch steigern. Und wir dürfen auch nur zwei Tränke benutzen, zum Beispiel Felicia Tiponit, und das hätte uns fast besiegt. Wir haben auch ein Puppen verloren, nämlich Huthut, aber ja, nun gut. Den Ersatz konnten wir mit Taubsi wieder gut machen, obwohl Noctu ein stylisches Puppen ist. Und wie oft benutzt man Noctu in einer Nuzlocke Challenge? Ich glaube nicht oft. Susanda. Da ist Pain mit Absorber der beste Lead. Sehen wir gleich. Absorber, wird es ein Two-Shot, bitte? Das war ein Crit.
Das hat lächerlichen Schaden gemacht. Okay, wir benutzen trotzdem Absorber. Ich glaube, Graz würde genauso viel Schaden machen. Obwohl Absorbis den schwache Tacke hat. Base 20. Also ist Absorb eine schwache Pflanzenattacke, die nicht einmal trifft. Er benutzt einmal Sandwirbel und dann treffen wir nicht mal. RNG schon wieder. Wow. Ich glaube, wir probieren noch einmal Absorber. Ja, wir müssen auswechseln, weil es leider so ist, der RNG eine Bitch ist, aber nun gut. So, wir treffen zum vierten Mal sehr gut. Haben das Sandan rausgenommen und der erste Auftritt von Pain ist gut gelungen. So, wann sind wir beim Arenaleiter? Also, ich bin schon gespannt, wie der Arenaleiter ist, denn wie gesagt, der Arenaleiter, sein Ace ist auf Level 18 und wenn das ein gefährliches Pokémon ist, dann sieht es für uns vielleicht nicht so gut aus und die Reserve-Pokémon, was wir haben, ist Safcon auf Level 10, das uns überhaupt nichts nützt, denn wenn sich den Smepolieren auf Level 10 Konfusion und es ist auf Level 10 schon das Safcon, also wird uns das nicht so viel bringen. Und dann noch Hobbelof. Das Pokémon wird uns Hobbspross. Hobbelof ist die Entwicklung. Denke ich, wird uns auch nicht so viel bringen. Denke ich mal halt, aber nun gut. So, Fritzblitz, das wird ein Two-Shot, sehr gut. Vergiftet ist es auch noch und ich glaube, das ist schon der letzte Trainer, kann das sein? Das ging schneller als erwartet, aber nun gut. Das geht auch in Ordnung. So, Sandan, hier wechseln wir aus auf Pfiffchen einmal. Pfiffchen hat jetzt besser lernen und könnte vielleicht schon einen Two-Shot auf Sandan machen. So, bis... Nein, ein Three-Shot, aber... Pfiffchen, beziehungsweise Brulli, macht... Okay, er macht einen Two-Shot, dank einen Crit. Das ist sehr gut. Bummels, da müssen wir etwas aufpassen. Da habe ich ein wenig Angst, denn Bummels entwickelt sich zu Lethal King später und... Lethal King hat den monströsen Angriff, darum gehen wir hier auf unser Iron Girl. Metallklaue. Kratzer, wie viel macht das? Einen KP, also das ist sehr gut. Wir machen 3-Shot. Der Angriff-Boost kam ungelegen, aber nun gut, den hätte ich lieber gegen den Arenaleiter. So, okay, besiegt. So, wir haben Käferin besiegt. Okay, das ist keine Kämpferin, sollte das sein, oder? Aber nun gut, gehen wir jetzt unsere Pokémon heil und dann können wir schon überraschenderweise jetzt schon gegen den Arenaleiter kämpfen. Und hoffentlich geht das besser aus als der Kampf gegen Fliese. Da haben wir ja ein Pokémon verloren und ich würde schon gerne verlustfrei weitergehen. Denn da muss ich nicht so viel trainieren. Aber nun gut, wir kümmern uns jetzt um das jetzige Design, um die Gegenwart und nicht um die Zukunft. Und das heißt, wir müssen jetzt gegen den zweiten Arenaleiter der Höhenregion antreten. Und wir können schon gespannt sein, wie ist es? Er heißt Camillo? Okay, perfekt. So, er hat zwei Pokémon, Macholo und Magritte normalerweise. Und was hat er jetzt? Wablu, okay. Das können wir mit Pain gut machen. Ich denke, er kann uns nicht kontern und Gesang. Hör bitte mit dem auf. Wir machen keinen Schaden. Ein Nachwirker sollten wir nicht benutzen, denn das zählt als Heil-Item. Okay. Auswechseln bringt es auch nichts, denn
Es hilft, es Dennis wirkt er nicht ins, in einen normalen Kampf, die sleept lost. Okay. Wablu ist auf Level 17, also ist sein Ace auf Level 19, maybe? Okay. Wir können zum Glück sehen, dass das nur ein Wablu ist und kein Altaria. Natürlich flincht er uns. Okay. Gesang hat eine Genauigkeit von 55. Also hoffen wir, dass er nicht so oft trifft mit Gesang. Okay, wir werden auswechseln. Sehen wir gleich, auf welches Pokémon wir rauswechseln. Also Stolunio nicht, denn das könnten wir später noch gebrauchen. Hat Amnesia, okay. Wir gehen in Enzon, denn ich denke, das ist ein Pokémon, das wir gegen das Ace des Arena-Leiter wahrscheinlich nicht brauchen. Aussetzer? Gesang. Warum muss Gesang treffen? Das ist ranzig. Mein Plan ist, dass wir mit Aussetzer Gesang... Okay, er macht 9 KP. Gesang, dass wir mit Aussetzer Gesang, wie gesagt, blockieren, Schnabel, okay, Speedtie Aussetzer, Schnabel. Dadurch haben wir eine starke Attacke von Wablu, in Anführungszeichen, blockiert, das geht auch. Das zweite Pokémon ist von uns schon eingeschlafen. Gehen wir in Därmchen. Därmchen macht mehr. Macht mehr Schaden gegen das Wablu. Erstauner. So, wir benutzen die Giftwolke. Okay, Därmchen muss sich um das Wablu kümmern und es sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Das Wablu macht mit seinem Gesang mehr Probleme als erwartet. Wir haben schon 3 Pokémon eingeschläfert. Dann drücken wir halt den Gegner. Schnabel macht 7 KP Schaden. Ein Crit würden 14 sein. So. Därmchen ist aufgewacht zum Glück. Gegner perfekt. Und jetzt greifen wir mit Schlammbad an. Okay, perfekt. Schlammbad. Wie viel macht Schlammbad? Es ist eingeschlafen. Sehr gut. Und jetzt versuchen wir es jetzt mit Schlammbad zu One-Shotten von der Rangers. Komm schon. Schade, es hat überlebt. Supertrank zum Glück. Keine Top-Genesung, da es noch schläft. Schlammbad. Okay, nein. Bitte muss das sein. Gift, bitte. Gift, Därmchen. Komm, täusch mich nicht. Danke. So. Jawohl, er trifft schon wieder nicht. Sehr gut, Därmchen. Du machst deinen Job gut. Bitte, das Gift soll Wablu besiegen. Nein. Schon wieder ein Supertrank. Aber das ist gut, dass er es für Wablu verbraucht und nicht für sein Ace. Schlammbad. Crit wäre schön. Nein, aber wir haben das Gift. Also geht das in Ordnung. Gesang kann er ruhig machen. Wir bleiben mit Därmchen noch drin, denn wir würden auch einen Schnabel-Crit überleben. Und so verliert er durch das Gift KP. Also können wir in Därmchen, wie gesagt, drinnen bleiben. Schnabel. Okay, jetzt müssen wir rauswechseln, denn ich will jetzt keinen Volltreffer von Schnabel riskieren. Also gehen wir in Kabuto. Kabuto resistet Schnabel. Und der Stauner macht auch nicht so viel Schaden. Okay. Pain, es wäre auch gut, wenn du aufwachst. So, bitte wach auf. Schade, nein. Nächste Runde wäre aber sehr gut. Dann würdest du das Wablu besiegen und dann hätten wir noch ein halbwegs volles Pain. Sehr gut. Wir schrecken aber zurück. Das ist schlecht. Gesang genau, es trifft. Wie oft hat er mit Gesang jetzt schon getroffen? Aber nun gut.
wenigstens das Wablu besiegt nach 5 oder 6 Minuten. Wow. Einen Applaus für Wablu. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Quiekel. Dort benutzen wir Brille, denn vielleicht hat es Bodeneisattacken und das trifft Haupsi und Studunio sehr effektiv. Es ist 4 Level drüber, okay. Pulverschnee kann es. Wie viel macht Pulverschnee? 13. Ein Crit würde uns rausnehmen. Also hoffen wir, dass kein Crit kommt. Please, Spiel. Ich hatte schon Angst. Okay. Jetzt haben wir 20 KP, aber ich will es nicht, ehrlich gesagt, riskieren. Also werden wir in Stolu in Iron Girl wechseln. Mit der Metallklaue es rausnehmen. Ich hoffe, wir sind schneller, dass wir keine Bodenattacke von diesem Quiekel riskieren. So, Metallklaue. Okay, es benutzt nur Pulverschnee. Das ist sehr gut. So, perfekt. Wow. Perfekt, Iron Girl, du bist aufgetaut. Aber trefft nicht die 95% Trefferquote. Es wurde in dieser Runde 2x 10% getroffen von 5%. Das ist einfach 10%, das ist auftaucht. 10%, das ist nicht 5% und wieder 5%. Und jetzt ein Crit, oder? Oder ein besser Freeze, oder? Ein Crit. 6,5% oder 6,25%. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Wir haben keinen Verlust eingesteckt, obwohl der RNG gerade hässlich zu uns war. Aber nun gut, perfekt. Wir haben jetzt weit Norden. Das ist wirklich sehr gut. Und hoffentlich haben wir, beziehungsweise bekommen wir eine sehr gute TM. Erdbeben? Erdbeben wäre schön. Flammenwurf, Surfer oder sowas für Anton. Darüber würde ich mich auch freuen. Oder ein Gesteinsattack für Kabutops. Darüber würde ich mich auch freuen. So protz ist diese Attacke nicht. So, TM08, was ist das? Wow, Herd und Einigler, wow. Wow, das gleiche, wow. Es kann nicht schlechter kommen, wow. Das ist irgendwie traurig. Wirklich sehr traurig. Aber ja, nun gut, ist halt so. Kann man nichts machen. Okay, wir haben 18 Minuten. Wir könnten jetzt schon den Part beenden. Wir müssten noch die Höhle. Wir könnten noch die Höhle in diesem Part machen, aber ich denke, 18 Minuten reichen aus. Wir haben in diesem Part die Arena geschafft. Mehr als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Darum, Leute, das war's für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.